bin Christine vom NABU Vogelschutzzentrum und ich halte heute etwas ganz Besonderes in Händen, nämlich einen von drei jungen Fischadlern. Streng genommen sogar die einzige Fischadlerhut hier in Baden-Württemberg. Seit über 30 Jahren engagiert sich das NABU Vogelschutzzentrum unter der Leitung von Daniel Schmidt-Rothmund für die Rückkehr der Fischadler nach Baden-Württemberg. Durch die gezielte Anbringung von Nisthilfen in Kooperation mit der Schwesterorganisation Liga für Vogelschutz ist uns dies 2023 endlich gelungen. Das gleiche Brutpaar brütet auch dieses Jahr in der Nisthilfe am Oberrhein. Die Jungtiere des Brutpaars werden für uns vermessen, beringt und auf einwandfreie Gesundheit geprüft. Zwei Baumkletterer holen die drei vorsichtig aus dem Nest. Auf unserer künstlichen Nisthilfe auf einem Baum in 25 Metern Höhe. Währenddessen kreisen die Altvögel über dem Nest. Sie halten Abstand und werden nicht wie andere Vogelarten aggressiv, wenn man sich ihrer Brut nähert. Unser Baumkletterer packt die Vögel einzeln in einen Sack und lässt diesen langsam ab. Am Boden angelangt müssen sich die kleinen Adler erstmal orientieren. Instinktiv wissen die Jungtiere, dass sie sich bei Gefahr totstellen sollen, damit Vögel das Interesse an ihnen verlieren. Das älteste Jungtier ist schon etwas munterer als die anderen beiden und beobachtet aufmerksam die Situation. Junge Fischadler lassen sich im Alter von 4 bis 7 Wochen beringen. Diese sind auch um die 4 Wochen alt, also noch relativ klein. Fischadler unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von allen anderen Greifvögeln. Sie sind zum Beispiel die einzigen Greifvögel, die Fische im Sturzflug erbeuten. Um die Fische besser greifen zu können, haben Fischadler zudem eine sogenannte Wendeklaue. Die äußerste Zehe kann also beliebig nach hinten gedreht werden. Nacheinander werden die drei Jungvögel beringt. Die Codes auf den Ringen sind einzigartig und ermöglichen, sie zu identifizieren, wenn sie beobachtet werden. Ein direktes Tracking wie über einen Sender ist mit diesen Ringen jedoch nicht möglich. Die Füße der Fischadler sind mit dicken Hornschuppen bedeckt, sodass sie sich durch die Ringe nicht verletzen können. Die Vögel beobachten das Geschehen mit gesunder Skepsis, bleiben aber instinktiv in Starre und geraten nicht in Panik. Nach der Beringung werden die drei gewogen. Am Gewicht können wir erkennen, dass die drei sich gesund entwickelt haben. Das Gewicht lässt auch Hinweise zum Geschlecht zu, denn wie bei den meisten Greifvögeln sind die weiblichen Tiere hier größer und schwerer als die Männchen. Der größte Jungvogel ist am ältesten, aber eines der jüngeren Tiere ist schwerer. Daher vermuten wir, dass es sich um ein Weibchen und zwei Männchen handelt. Mit Sicherheit lässt es sich jedoch erst im ausgewachsenen Zustand sagen, denn in diesem Alter spielt das individuelle Wachstum noch eine große Rolle. Auch die Schnabellänge wird noch dokumentiert. Wenn alle Untersuchungen vorbei sind, dokumentieren wir die Ergebnisse. Wir haben drei kerngesunde, propere Jungvögel. Links das Männchen Fucho, in der Mitte das Weibchen Luna und rechts das dritte Brüderchen Artax. Danach geht es für die Kleinen auf dem gleichen Weg zurück ins Nest. Nur wenig später sind die Elterntiere ins Nest zurückgekehrt und die Familie ist wieder zusammen.